Und in diesem Ballwechsel wirklich alles zurückbringt, der Mann aus Asien. Dass Werner Schlager am Ende mit der Brechstange durchkommen will und scheitert. Am Netz Kalinikos Krianga, 4:1. Krianga hat taktisch nicht klug genug gespielt. Erneut der finale Schuss misslungen von Werner Schlager. Ja, so haben sie es alle versucht bisher. Die schnellen Topspins in die Rückhandseite mit den langen attackieren. Und das macht es den Gegnern so schwer. Das macht ihn so unberechenbar. Satz. Ball. Für Werner Schlager, wenn er gleich noch einen macht. Jetzt hat er erstmal zum 9:9 ausgeglichen. Spiel für Werner Schlager. Er muss immer wieder sich seiner Taktik erinnern. Und der ist gut. Der war extrem gut. Mit ganz, ganz viel Spin wieder in die Vorhandseite von Jose Juk. Und da ist er verwundbar mit der Vorhandabwehr. Es hat ihn in den vorangegangenen Runden einfach keiner dazu gebracht, sie zu spielen. Seite aus Südkorea, nur die Nummer 61 in der Welt. Klasse abgewehrt von Jose Juk, aber dann mit einem Vorhandfehler. Weil Schlager wieder einen sicheren Ball auch spielt und nicht mit der Brechstange durchkommen will. Legt ihn erstmal kurz, lockt ihn an den Tisch und dann wiederum langsamer Topspin mit viele Fee und der Fehler des Südkoreaners. Aber er greift an wie kein anderer unter den Abwehrern, die wir bei diesem Turnier gesehen haben, aufeinander. Das kann nur Jose Juk, der hier noch eine Klasse besser spielt. Und sehen Sie, was er in der Offensive für eine Fehlerquote hat. Die ist gleich null bei solchen Ballwechseln. Das haben wir auch schon in den anderen Runden gesehen. Ein Abwehrspieler, der famos angreifen kann, der Mann aus Asien. Abwehrspielen und entsprechend gewann Jose Juk mit 4:1. Und hier geht er mit der Vorhand wieder zur Sache. In Durchgang Nummer 4 abgewehrt. Nur noch 9:10. Er hat in diesen entscheidenden Situationen in den vergangenen Tagen sein allerbestes Tischtennis gespielt, wenn er unter Druck stand. Und es ist nicht anders in dieser Situation. Werner Schlager mit einer Weltklasse-Vorstellung. Immer dann, wenn der Gegner Satzbälle hat oder gar einen Matchball, wie das im Halbfinale der Fall war beim Olympiasieger bei Kong Ling Hui, dann spielt der Österreicher. Aber die ganz Großen, die hat er noch nicht für sich entscheiden können. Keine Europameisterschaft, keinen Weltcup und erst recht keine Weltmeisterschaft. Ganz Großen, die hat er noch nicht für sich entscheiden können. Keine Europameisterschaft, keinen Weltcup und erst recht keine Weltmeisterschaft.
an der Kante dran, meiner Meinung nach. Schlager mit etwas skeptischem Blick, macht eine Handbewegung, als wolle er sagen, nein, er war außen, aber das ist ganz klar zu sehen, auch an der Abflugkurve. Und Abwehr hat man Jusser Jupp in den vergangenen Runden gar nicht spielen sehen, weil wirklich keiner verstanden hat, was man machen muss, damit er nicht die ganze Zeit angreifen kann mit seiner Vorhand. Wie jetzt wieder. Aber es ist wirklich bemerkenswert, welch eine geringe Fehlerquote er bei diesen Angriffen hat. Wenn er über den Ball kommt, da zieht er nicht ein, nicht zwei, sondern drei. Und wenn es sein muss, wieder sein bestes Tischtennis spielen. Er liegt zurück. Was für ein Ballwechsel, dass Werner Schlager dann noch herankommt, nachdem Jusser Jupp ihn zurückgebracht hat. Unglaublich, und macht dann auch noch den Punkt. Akrobatische Einlage von Schlager. Und dann die Vorhand voll durchgezogen. Damit auch schon in vielen Situationen geholfen in den vergangenen Tagen. Und nach 3:8 steht es plötzlich nur noch 7:8 aus der Sicht von Werner Schlager.